Sie ist ja irgendwo hier im Flüchtlingslager, soll ja sein. Ja. Irgendeiner müssen wir hier noch was abgeben. Bin ich da? Irgendwo. Da vielleicht um die Ecke? Mist, Kerl. Die Allianz weist Zivilisten darauf hin, dass die Zuflucht nur eine Tarnung für eine oder aber auch Zeit. War. Da hinten? Glaube ich schon. Ah. Ich habe auf Guy Hinnom eine proteanische Sphäre gefunden. Kontaktieren Sie die Allianz und sagen Sie, Commander Shepard hätte angeordnet, dass Sie dafür bezahlt werden. Ja, danke. So, dann schauen wir noch, wie viele wir noch offen haben. Noch 4 auf der Citadel. Präsidium, Botschaften, Unterhaus. Und das oberste? Citadel Botschaft. Präsidium Unterhaus 2. Aber hier jedenfalls keinen mehr. Dieser Krieg ist sowieso total unwirklich, oder? Dass sie dann überhaupt eine Chance hat gegen die. Mhm. Muss ja überlegen, wie die ganzen vorherigen Evolutionen das gemacht haben. Die haben ja gar nichts gemacht. Ja, aber die müssen ja irgendwo mussten ja noch Verstecke oder muss es noch Daten über den Tiegel geben. Weil sonst wären die ja jetzt alle verloren. Mhm. Irgendwo muss jemand noch was vergraben haben oder so. War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ist der Volus-Botschafter hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Okay. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viele. Aber der Kampf gegen die Allianz... muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Sie sind alle Monster! Botschafter, bitte! Hunderte von Toten. Odinas Treuebruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Was machen Sie? Bewusstlos. Wie sieht man das durch den Anzug? Mund zu und Wache halten. Okay. Ja, da wurde ein Botschafter umgelegt. Ob er schon reden kann? Botschafter, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Seien
Seien Sie nett zu ihm. Er muss überleben, bis die Credits da sind. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch im Präsidium. C-Sicherheit wird Selkish-Waffen überprüfen, wenn Sie merken, dass ich weg bin. Klar. Wenn Sie merken, dass Sie weg sind. Ruhig. Hilfe ist unterwegs. Ich brauche mehr Informationen über Ihren Aufenthalt. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sonst noch sagen sollte. Wollen Sie uns bestechen? Nein, bitte. Wenn Sie mich töten, wird eine ganze Kolonie ausgelöscht. Sie hätten das mit der Bestechung versuchen sollen. Verdammt, falsche Tür. Wir könnten ihm den Kehlkopf zertrümmern. Wir sind in einem Apartment. Die Nachbarn würden es hören. Schnauze. Sagen Sie einfach nichts. Die Credits sind da. Also dann. Nein, Moment. Credits angekommen. Zeit zu sterben. Botschafter! Ich hab kein... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Haben die Söldner sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Ich habe Ihr Leben gerettet. Um welchen Planeten geht es? Ich biete einen Handel an. Die Volus-Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Wir wollen die Sicherheit der Kolonie, ne? Nein, Korlak. Sie schulden mir den Namen der Kolonie. Also gut. Cerberus wird Aphus angreifen. Sie wollen die Werften. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Oh, na, das war jetzt aber noch ein kleines Abenteuer. So, jetzt haben wir noch bei der Citadel-Botschaft. Unterhaus. Ja? Na, und das dritte? Haben den Turianern die dringend erforderliche Verkehr? Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Naja, ich weiß nicht, ob das das wirklich war. Ist das Unterhaus hier? Ja? Das ist ja alles Unterhaus. Ja, Präsidium Unterhaus stand da. Ja, heißt es ja. Und das ganze Gebiet heißt so. Ja. Vielleicht geht's nach unten? Willkommen bei Cyprotein Waffen. Danke, dass Sie bei Cyprotein Waffen eingekauft haben. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Alle Einnahmen von heute kommen den turianischen Kriegsbemühungen zugute. Da links?
Du weißt, dass das erst kommt, wenn man ganz nah dran hockt. Bertner Drax will die Turianer unbeirrt weiterhin unterstützen. Galavan hält den Reaper-Streitkräften noch immer stand. Hm. Was genau sollten wir denn besorgen? Ein C-Sicher benötigt Technologie zur Zerstörung der Zielerfassung, um bei künftigen Angriffen Leben zu retten. Finden Sie die Technologie und bringen Sie zu ihm ins Präsidium ins Unterhaus. Wo ist sie? Ein Salarianer auf der Citadel benötigt neue Wärmeeinheitsstabilisatoren. Finden Sie sie und bringen sie zu ihm. Beschade davon suchen. Ins Präsidium Unterhaus. Ein C-Sichert auf den aktuell Verschlüsselung, um die Codes von Cerberus zu knacken. Finden Sie die Verschlüsselung und bringen sie zu ihm. Citadel. Ich glaube, da müssen wir erstmal das Kommunikationszentrum für machen. Für diese Codes zumindest. Kommt so an. Aber in den Botschaften, die haben wir vielleicht schon gemacht? Oder meinst du nicht? Spectre-Status erkannt. Einen Moment bitte. Eigentlich nicht. Ja, dann können wir doch erstmal die Mission machen. Geh aus dem Weg, du Turianer. Schon gekonnt blocken. Ja, wirklich. Schon gekonnt im Weg stehen. Hat er irgendwas Neues? Da waren wir schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Das können wir schon. Ja. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Dann wissen Sie, was zu... Hey, Shepard. Oh, nee. Es sind dunkle... Genau wie... So. Das wollten wir ja nicht nochmal hören. Der rechts da in der Ecke. Der braucht aber die Verschlüsselungen. Mhm. Ich denke, wir müssen halt die Servicezentrale noch hochheben. Dann kriegen wir auf jeden Fall diese Verschlüsselung. Und vielleicht die anderen Sachen ja auch noch. Vielleicht werden dann die beiden letzten Dinger freigeschaltet, die wir gesehen haben. Konntest du die ja gerade kaufen? Die Wärmeeinheitsstabilisatoren? Mhm. Das war das, was wir gebraucht haben, oder? Mhm. War das auch das andere dabei, oder? Zwei waren dabei. Zwei. Die beiden. Also in der Botschaft ist. Das ist ja mal cool. Da links. Da hinten in der Ecke, aber das war der Servos-Code, Mensch, glaube ich. Und die waren dann im Unterhaus? Mhm. Die Allianz weist Zivilisten darauf hin, dass die Zuflucht nur eine Tarnung für eine Operation von Cerberus ist. Spectre-Status erkannt. Einen Moment, bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. So, jetzt dürfen wir die Sachen gekauft haben. Danke. Nur, wer war das nochmal? Meine Leute haben immer noch Angst. Werden wir schon finden. Was konnten Sie den Inschriften entnehmen? Einiges. Ausgezeichnet. Ich wusste, Sie würden etwas. So. Während die Reaper-Streitkräfte anscheinend. Ah, C-Sicherheit. Das hier habe ich aus einem Störturm der Geth. Vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Wie zum Teufel sind Sie. Die nubianische Weite und der Armstrong-Nebel.
Oh Gott, hast du gehört? Die Reaper haben jetzt schon die Hälfte der besiedelbaren Galaxie. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Alle Einnahmen von heute. Die Schiffe der Quarianer und der Geth haben den Turianern die dringend erforderliche Unterstützung geleistet, um ihren Militär. Guck nochmal, wo die abzugeben sind. Da rein? Ah. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten. So, jetzt dürfte noch eine übrig sein. Genau, diese Verschlüsselung, die wir auf so ein Kommunikationszentrum holen. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Der hat sich gefreut. Sind Flüchtlinge von Dekuna unterwegs zu Citadel? Wie sich wohl die ganzen anderen Evolutionsstufen gefühlt haben. Wenn jeder immer nur ein bisschen was zum Tiegel beitragen konnte. Auf jeden Fall ist absolute Schlafenszeit jetzt. Auch morgen. Nichts auch morgen. Aber morgen. Morgen ziehen wir es durch. Ankunft ja. In Andockbucht D24. Morgen tun wir Mass Effect 3 beenden. Oh. Sergeant, ich habe einen kleinen Bruder. So. Müssen wir hier noch was abgeben? Nee, ne? Wollte ich gerade sagen, wir waren jetzt so weit durch.